Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute Blair Witch Project, was seit dem 30. August bei Steam erhältlich ist. Nicht Blair Witch Project, sondern Blair Witch. Oh Gott, tut mir leid, das ist gerade die vierte Aufnahme, die ich ansetze. Grund ist, ihr seht, da oben steht Fortsetzen. Kurz dazu, ich habe schon 4 Folgen aufgenommen. Wollt die erste gerade schneiden und rendern und was stelle ich fest? In meinem Aufnahmeprogramm war das Mikro deaktiviert. Jetzt ist es allerdings aktiviert. Wir fangen nochmal von vorne an. Und genießen erstmal das Intro-Video. Ja, ihr habt es mitbekommen, es ist ein 9-jähriger Junge verschwunden und den heißt es natürlich zu finden. Hey Alice. Jess, hey. Yeah, it's good to hear from you. I didn't think you'd call. Yeah, well, neither did I, to be honest. Audio ist auf Max. Did you hear about the missing kid? I'm joining the search. Oh, ah, okay. Wow. Okay. Wir schließen uns der Suche an nach dem neunjährigen Jungen. Why wouldn't it be? You know why? You know what? Never mind. You're right. Maybe I shouldn't have called. No, Jess, wait. I'm glad you did. Listen, I'm almost there. I'll call you later, okay? All right. Und weiter geht die Fahrt. So, da sind wir angekommen beim Suchtrupp. Taschenlampe natürlich nicht vergessen. Come on, Bullet. See if we can find a way to contact Sheriff Lanny. Na komm, Hundi. So, haben wir hier noch irgendwas, was wir rausholen können? Nein, gut. Wie gesagt, ich hatte ja schon mal aufgenommen. Leider ohne meine Stimme. Ja. Kurz hierzu, wer das lesen möchte, drückt bitte auf Pause, kann sich das Ganze in Ruhe durchlesen. Ich werde das größtenteils nur überspringen.
weil, ja, sorry, Anthony. Ich das halt schon von der ersten Stunde her kenne, von der ersten Stunde her Gameplay. Und ja. Can't say I blame them. Let's prove them wrong, buddy. Rucksack, da. Den können wir aufmachen, aber ich weiß nicht, was ich hier rauszuholen wissen könnte. Auf, zu, auf, zu, auf, zu. So, wir gucken weiter. Die lassen wir liegen, die wird uns gleich gebracht. Denke ich zumindest mal. Vorhin hat er sie mir halt gebracht. Oh, looks like they had the whole forest covered. Ja, Hauptsache Tasse und Donut. Und da geht er los. Lesen. Das gleiche hier. Wer das lesen möchte, drückt bitte auf Pause. You found something, buddy? Ja, mein braves Hühnchen. Oh, ja, fein hast du das gemacht. Kriegst aber keine Belohnung. Ja, das war's. So. What is this? Eine schöne Skulptur. Und wenn man jetzt mal da schräg über den Daumen guckt, da ist was eingeritzt. Wenn man das so hält, sieht das ungefähr aus wie das Zeichen der Blair Witch. Für jeden, der die Filme kennt, wir wissen ja, wie es ausgegangen ist. Nicht gut. Ich kenne ja The Blair Witch Project 1 und 2 und Blair Witch von 2016. Die ersten zwei Teile von Blair Witch Project, das... Halt mal dein Maul. Das war halt so meine Generation der Jugend halt. Ja, und... Wir gehen jetzt in den Wald. Come on, Bullet. Let's go find this kid. Seht das Zeichen der Blair Witch. So, da sind wir wieder zurück. Wir sind im Wald der Blair Witch. Und ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke, was alles passiert. Aber ich will euch noch nichts verraten. Dir geht's gut, ja, ne? Dir geht's gut. Hauptsache, er hat keine Angst. Okay. Let's call Lanning. The note said to use channel 2. Hier. Ellis to base. Did you copy? Ellis, what are you doing out here? Joining the search party. Some obligation to be here. You don't. I mean, I know it's his brother and all. Sir, I'm here to help. That's all there is to it. Bullet's with me. If he catches the scent, he'll lead us straight to the kid. You got a point there. You think you're up for it? Your health issues, they're not gonna be a problem? Sir, I'm not gonna screw this up. Not this time. Sure we haven't missed anything. Roger that. Over now.
Well, time to get to work. Ja, ab an die Arbeit, den Jungen suchen. Ich will eigentlich gar nicht weiter vor in den Wald. Und? Boah, hat sich ein Gott wie Maschinengewehr, das Specht. Holy. Halte gedrückt und wähle den Befehl Such. Der da. Search. Yes, lead on, buddy. Zeig uns den Weg, Wuffy. Wow. Peter, not the search party, buddy. Du bleibst erstmal bei mir. Ach, da lag ein Baumstamm. We're taking a detour. Spencer thinks he saw something. It's probably just a raccoon, but yeah. I told you it was not a raccoon. Great, a bear then. Willst du mich verarschen, ein Bär? Jetzt krieg ich noch eine SMS oder was? You guys know these woods are cursed, right? You don't leave by nightfall, you might not leave at all. Then let's find that kid and get out of here. Now cut the chat. Well, focus on the search. I could say I'd call. Yep, it was a raccoon. Logging area is clear. Good job. Wow, did you guys see that old tree? Gives me the creeps. During the Revolutionary War, there was this witch. She'd kidnap the local children, suck on their blood and whatnot. Was? Ach ja, da unten geht's um die Blair Witch. Da hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ingram, do you ever shut up? Check the hill, Ingram. Got it. Is it even possible for a kid to get this far? Irgendwie führen alle Wege wieder hierher. Wer weiß warum? Oh. Oh lol, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Alles klar. God damn, it's slippery here. Ich glaube, hier unten beim Wasserloch war irgendwas, wo der Hund wieder ausschlägt. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber das finden wir in der nächsten Folge heraus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.